Er war nicht mal 18 Jahre alt, lebt in Berlin bei seiner Oma und protestiert gegen die nächste Militärparade in der Hauptstadt der DDR. Die Folge? Kai Feller fliegt von der Schule. Heute berichtet er an seiner alten Schule, wie es war, sich als Schüler mit dem System anzulegen. Und er hat große Sympathie für die Jugend von heute und für Fridays for Future. Ja, ich bin Kai Feller und bin mal wieder an meiner alten Schule. Ich hatte hier 4 Wochen das Vergnügen, bis ich geflogen bin, und werde immer wieder mal eingeladen, um darüber zu berichten und mit den Schülerinnen und Schülern in Austausch zu gehen. Beruflich bin ich evangelischer Pastor und arbeite für die Ökumene in der Nordkirche. Hallo, Herr Feller. Ich freue mich sehr, Sie zu treffen. Wir stehen jetzt hier vor Ihrem alten Schulgebäude, von Ihrem alten Gymnasium. Welche Erinnerungen verbinden Sie denn mit dem Gebäude? Das Gebäude, das hatte auf mich von Anfang an ein bisschen was Bedrohliches. Das liegt sicher nicht nur an der Architektur, sondern auch an dem Thema Schule, das für mich schon, ja, ich sag mal so seit der 5., 6. Klasse auch immer auch mit Angst verbunden war. Angst, irgendwie aussortiert zu werden oder das irgendwie nicht den Anforderungen nicht gerecht zu werden, was immer auch eine politische Dimension hatte. Ja, und dieses Gebäude drückt für mich auch was aus von Herrschaft, von Macht. Und ich kam mir als Schüler hier recht klein vor. Dann gehen wir doch jetzt mal rein ins Schulgebäude und schauen, wie sich das verändert hat, vielleicht Ihre Ansicht heute. Jetzt wirkt ja diese Säule sehr unscheinbar, aber die Säule ist ja mit ein Grund dafür, warum Sie Ihr Abitur hier nicht abgeschlossen haben. Was ist passiert? Die Säule ist nicht ein Grund dafür, aber es gab hier eine besondere Einrichtung, die schon für die Verhältnisse in der DDR sehr einzigartig war. Der Schulleiter hatte hier nämlich einen sogenannten Speaker's Corner eingerichtet, eine Pinnwand. Und das lief wohl 3 Jahre ohne aufsehenerregende Beiträge. Und dann kamen Sie mit Ihrem Zettel? Mein Artikel gegen die Militärparaden. Es war gerade die Phase der Abrüstung und vertrauensbildenden Maßnahmen. Und ich hatte dann empfohlen, auf die Militärparaden zu verzichten. Und haben auch eine Unterschriftensammlung ja gemacht. Genau, also nachdem da etliche schon irgendwie ihre Statements da runtergeschrieben haben, dachte ich, dann können wir das als Unterschriftensammlung auch machen, um klarzustellen, dass hier an dieser Schule eben dieser Militarismus nicht so von den Schülerinnen und Schülern nicht so gern gesehen wird. Ja. War das nicht auch ziemlich leichtsinnig von dem Schulleiter? Weil wenn man hier so einen Speaker's Corner einrichtet, dann muss man ja auch damit rechnen, dass dann Kritik kommt. Nein, musste er nicht. An dieser Schule musste er nicht damit rechnen, weil natürlich, wir wurden ja so erzogen, wir wussten genau, wie weit wir gehen können und was wir sagen und was wir nicht sagen. Und da brauchte er gar nichts zu befürchten. Das funktioniert ja auch bis dahin alles ganz gut. Was ist dann aber passiert? Also dass Ihr Beitrag, das hat ja dann eine Welle ausgelöst. Diese Militärparade war sowas wie ein Statussymbol der Macht dieses Staates. Das war ein Staat, der basierte eben auf Polizei, Geheimdienst und Militär. Und also die Macht in diesem Staat. Und wenn sozusagen dieses Symbol angegriffen wird oder auch nur in Frage gestellt wird, wir haben es ja nicht mal angegriffen, dann trifft das also ins Mark. Und das war, glaube ich, dann der Punkt, wo wir einfach die Grenze überschritten hatten. Okay, und wie ist das dann abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Saßen Sie eines Tages im Unterricht und dann kam der Schulleiter rein und hat gesagt, so geht's aber nicht? Oder was ist genau passiert? Nee, das hat er zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es so nicht geht. Er hat das zunächst gewähren lassen. Ich glaube, wir haben hier 3 Tage lang Unterschriften gesammelt. Und es gab natürlich im Umfeld dieser Aktion sehr viele Diskussionen. Also es war unheimlich viel in Bewegung. Und der Schulleiter hat zugesehen. Er hat sich dazu nicht geäußert, hat sich zurückgehalten. Und eines Tages kam er dann tatsächlich in den Unterricht mit zitternder Stimme und fragte, wo die Liste sei. Und ich hatte die zu Hause und habe ihn gefragt, was er damit wolle. Und er sagte dann, ja, er bräuchte die. Und
sagte dann, naja, dann sorgt er dann auch dafür, dass wir gehört werden und dass keinem da irgendwelche Nachteile entstehen. Das war dann die Bedingung und er versprach, keinem der Unterzeichnerinnen werden irgendwelche Nachteile entstehen. Wollten Sie die Unterschriftensammlung einreichen oder was war dann der Ziel? Ja, so genau haben wir uns das ja vorher auch nicht überlegt, aber in so einem Überwachungsstaat muss man dann eigentlich nichts mehr einreichen. Die Aktion an sich hatte schon diese Wirkung. Gut, er wollte die Liste haben, dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, habe ihm die gebracht. Und 8 haben dann am Ende ihre Unterschriften nicht zurückgezogen und die wurden dann in diese Gespräche geführt. Jetzt ist ja die Wiedervereinigung 30 Jahre schon her. Auch heute engagieren sich ja wieder ganz viele Studierende und auch Schüler und Schülerinnen für die Politik, weil sie zum Beispiel am Klimawandel was ändern wollen. Macht Sie das auch irgendwie stolz? Finden Sie es interessant, wie sich das so entwickelt hat? Ja, wir können ja mal rübergehen. Hier haben wir ja jetzt die aktuelle Säule, die der Hausmeister, wie er uns gerade erklärt hat, leider abgenommen hat, weil wir ja hier gerade in den Schulferien sind. Normalerweise ist die von oben bis unten voll. Und zwar nicht wie noch vor 10 Jahren mit irgendwelchen Belanglosigkeiten, sondern jetzt wirklich mit sehr grundsätzlichen politischen Themen. Und ja, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass das heute an dieser Schule so möglich ist. Wären Sie denn heute, wenn Sie heute noch mal so jung wären wie damals, auch Teil von Fridays for Future? Na klar. Ich denke mal schon. Ich finde das auch ganz normal, dass eine neue, heranwachsende Generation Dinge anders sieht und auch anders macht als die Ältere. Sonst würde es ja überhaupt keinen Fortschritt geben. Wenn wir jetzt nochmal die zwei Systeme betrachten, vom Deutschland heute und von der DDR damals, dann denke ich so ein bisschen daran oder frage mich, ob jetzt zum Beispiel so richtig strikte Maßnahmen gegen den Klimawandel beispielsweise in so einer Diktatur nicht sogar einfacher umzusetzen wären als heute. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, diesen Gedanken habe ich schon mehrfach gehört. Ich finde das unheimlich gefährlich, weil zum einen alles, was unter Zwang geschieht und mit Verfolgung Andersdenkender verbunden ist, führt letztlich vielleicht zu einem partiellen Erfolg auf einem bestimmten Gebiet, schafft aber Verhältnisse, die sehr, sehr viel mehr Unrecht und Denunziantentum und Verwerfungen im zwischenmenschlichen Bereich bringen. Der Vorteil unserer freien Gesellschaft ist ja gerade, dass so etwas wie Fridays for Future sich entwickeln kann und auch politisch aufgegriffen werden muss. Kein Mensch kann heute mehr in den Wahlkampf gehen und dieses Thema ignorieren. Es ist ein Kulturwandel notwendig und der ist in einer freien Gesellschaft viel eher möglich und viel erfolgversprechender. Wir stehen jetzt in der Schulaula und hier war ja auch das sogenannte Tribunal. Können Sie mal kurz beschreiben, wie das aussah, wie das ablief? Ja, die Schülerinnen und Schüler wurden unangekündigt aus dem Unterricht geholt, mitten in der Stunde, und wurde ihnen gesagt, dass sie nach der Stunde wurde ihnen gesagt, sollen sie dann hier sich alle aufstellen. Und dann standen die also hier irgendwie so wie auf so einem Armeeplatz und der Schulleiter stand da vorne, aber es war ganz eindeutig auch, dass er da was bekommen hat, was er einfach abgelesen hat. Der hat nur noch funktioniert wie eine Marionette. Und ich hatte mich dann noch zu Wort gemeldet, wollte was zu meiner Verteidigung vorbringen. Das wurde mir nicht erlaubt. Dann kamen zwei Ordner aus dieser Staatsjugend und die haben mich dann da abgeführt. Und die Parteisekretärin ging noch hinterher, um sicherzustellen, dass ich auch wirklich aus der Schule raus bin. Und dann standen wir also da vor der Tür. Es wurde ja einer nach dem anderen rausgeführt. Von den Umstehenden, die ja eigentlich abgeschreckt werden sollten, war spürbare Fassungslosigkeit. Also wir hatten Hausverbot, die Schülerinnen und Schüler hatten Kontaktverbot. Also das muss man sich mal vorstellen. Naja, es war wirklich eine große Lähmung, die dann hinterher hier, also wurde uns jedenfalls so beschrieben, ne, die dann an der Schule einzog. Ja, und wir standen dann unten vor der Tür und wussten auch erstmal nicht, was nun mit uns wird. Wir waren ja 16, 17 Jahre.
Frau Kowalik, Sie sind ja heute hier Schulleiterin an der Schule. Wie wird heute hier die Aufarbeitung von der DDR-Geschichte auch von der Schule gemacht? Wie geht das vonstatten? Naja, das ist ja bei den schnell nachwachsenden Schülerinnen und Schülern eine echte Herausforderung. Man muss auch gestehen, die Zeiten, also bis 1988 zurückzudenken, ist nicht so ganz einfach. Ich finde es schon bemerkenswert, dass eine Schule sich so auch ihrer Vergangenheit stellt und mit den immer nachwachsenden Generationen, wie Sie es sagen, da in Austausch ist. Ja, ja. Mich hat es sehr beeindruckt, dieses darstellende Spiel, wo diese ganze Sache mal nachgestellt, szenisch nachgestellt wurde. Aber auch so Fragen von Neuntklässlerinnen, die dann zum Beispiel fragen, wenn sie jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnten, würden sie es wieder machen oder so. Ja? Also so auch sehr persönliche Fragen, wo ich merke, ja, die setzen sich wirklich damit auseinander. Wie würde ich mich verhalten in einer Drucksituation und was könnte ich aushalten und wo würde ich nicht mehr mitgehen? Dann vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Gerne. Sehr gerne.